Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. 2. Korintherbrief 11,26. Der Apostel Paulus, geboren vor 2000 Jahren in Tarsus. Als Saulus noch gesetzestreuer Pharisäer, dann zum Jünger bekehrt, ging er als Völkerapostel in die Geschichte ein. Er war es, der das Evangelium in die Welt brachte. Der Belenpass an der äußersten Südküste Anatoliens. Porta Syriae nannten die Römer diesen Pass. Zu allen Zeiten eine wichtige Route zwischen Kleinasien und Syrien. Nicht nur für Heere und Händler, sondern auch für den Völkerapostel Paulus. Eine faszinierende Vorstellung für diesen Mann, Luigi Padovese, katholischer Bischof von Anatolien. Paulus ist höchstwahrscheinlich auf diesem Pass mehrere Male gegangen. Ja. Also das ist alles hier spricht von Paulus, obwohl in der Türkei der Name von Paulus fast in Vergessenheit geraten ist. Ja. Ohne Paulus, ohne Petrus, ohne die anderen Apostel oder ohne andere Missionaren, wir werden nicht Christen sein heute. Dort, wo Paulus einst seine Missionsreisen begann, betreut heute der Kirchenhistoriker aus Mailand die Katholiken im Süden und Osten der Türkei. Hier, nicht in Jerusalem oder Rom, stand die Wiege der Kirche. Vorne im Auto immer dabei ein Personenschützer der örtlichen Polizei. Mehrfach schon ist der Bischof bedroht worden. Das alte Alexandretta, heute Iskenderun, der Sitz des Bischofs von Anatolien. Von der Hafenstadt zur syrischen Grenze sind es gerade einmal 100 Kilometer. Iskenderun ist wie in der Antike, so auch heute, ein wichtiger Handelsplatz. Aus der Umgebung werden Zitrusfrüchte und Getreide gebracht. Ölpipelines aus den arabischen Nachbarländern enden hier. Das apostolische Vikariat in der Innenstadt von Iskenderun. Hinter diesen hohen Mauern leben neben dem Bischof 7 Priester und Schwestern in einer internationalen Gemeinschaft. Dieser Priester stammt aus Rumänien. An den Wochenenden gehört der Hof des Vikariats den Kindern. Der liebenswürdige Bischof ist nicht nur bei den Jüngsten seiner Gemeinde beliebt. Dabei hat der 55-Jährige in der Türkei mit großen Hindernissen zu kämpfen. Da die katholische Kirche in der Türkei rechtlich nicht als Körperschaft anerkannt ist, darf sie kein Eigentum besitzen oder erwerben. Ich bin de facto hier als Bischof, aber de jure existiere ich nicht für die türkischen Behörden. Ja, und das hat eine Folge von Konsequenzen. Zum Beispiel, wir können kein Priesterseminar aufmachen, keine neuen Kandidaten ausbilden. Und das Problem ist eben immer, dass die türkische Kirche noch jetzt eine Kirche von Ausländern ist. Gottesdienst in Mariä Verkündigung, der Bischofskirche des Vikariats. Rund 3500 Gemeindemitglieder soll es in ganz Anatolien geben. Doch so genau weiß das auch der Bischof nicht. Angesichts der Diaspora-Situation verschwimmen im Gottesdienst die Grenzen zwischen den Konfessionen. Ob Armenier, orthodoxer Syrer, Protestant oder einfach nur neugieriger Muslim, in der Kirche von Iskenderun sind alle willkommen, gemeinsam auf Türkisch das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Amen.
Wer sich als Türke zum Christentum bekennt, kann Schwierigkeiten in Beruf und Alltag bekommen. Konvertiten sind unter türkischen Nationalisten und Islamisten gleichermaßen verhasst. Fast 2000 Jahre nach Paulus ist Missionieren auf dem Gebiet der heutigen Türkei zwar nicht verboten, aber Missionare sind nicht gern gesehen. Darum bleibt die Gemeinde weitgehend unter sich. Manchmal wird man schon am Ausgang der Kirche von Jugendlichen mit Beschimpfungen empfangen. Du Ungläubige, rufen sie dann. Woran glaubst du denn bloß? Ihr seid schmutzig. Solche Sachen eben. Und immer wieder werden solche Beleidigungen auch an die Kirchenmauern gesprüht. Wir lassen die Mauern mindestens 8-mal im Jahr überstreichen. Der Priester Andrea Santoro, ermordet im Februar 2006 in Trabzon von einem jugendlichen Fanatiker. Der Italiener Santoro gehörte zur Diözese von Anatolien. Zu seinem Gedenken wurde im Vikariat ein Andrea Santoro-Zentrum für interreligiösen Dialog eingerichtet. Dorthin werden regelmäßig Vertreter anderer Kirchen, aber auch des Islam zu Symposien eingeladen. Ich bin, wie mein verstorbener Bruder, davon überzeugt, dass es gerade für uns Christen möglich sein muss, den Geist der Versöhnung und des Friedens auch unter unseren Gegnern zu verbreiten. Kilometer westlich. Die Stadt Tarsus steht ganz im Zeichen des Paulusjahres. Die Geburtsstadt des Apostels rüstet sich zu seinem 2000. Geburtstag und setzt auf den sogenannten Bibeltourismus aus dem Westen. Ich bin ein Jude aus Tarsus in Zilizien, Bürger einer nicht unbedeutenden Stadt. Apostelgeschichte 21,39. Paulus war stolz auf seine Geburtsstadt. Dieser Paulusbrunnen steht an der angeblichen Stelle seines Elternhauses. Anders als die meisten anderen Juden besaß Paulus das römische Bürgerrecht. Es ist nicht gesichert, ob Paulus auf seinen Missionsreisen in seine Heimatstadt zurückkehrte. Doch eine Kirche mit seinem Namen gibt es hier bereits seit einigen hundert Jahren. Heute ist sie ein Museum. Wenn Christen hier einen Gottesdienst feiern wollen, benötigen sie die Genehmigung der örtlichen Behörden. Vor den Toren der Stadt verläuft eine erstaunlich gut erhaltene Römerstraße. Über solche Wege führten die Missionsreisen Paulus nach seiner Berufung zum Apostel. Antakia oder, wie es früher hieß, Antiochien am Orontes. Die dortige urchristliche Gemeinde beanspruchte den Apostel Petrus als ihren Gründer. Hier nahmen alle drei Missionsreisen des Paulus ihren Anfang. Antiochien war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Im ersten Jahrhundert zählte sie mehrere hunderttausend Einwohner. Davon waren vermutlich ein Fünftel Juden. Solche wichtigen Handelszentren und die dichte Besiedlung der Region waren der Grund für die schnelle Ausbreitung des Christentums gerade in Kleinasien. Auf dem Basar von Antakia kann man heute noch Handwerk bestaunen, das es so wohl auch schon zu Zeiten Paulus gab. Ein Maultiersattler. Um das Jahr 40 herum kam Paulus nach Antiochien, um seinen Weggefährten Barnabas in seiner Missionsarbeit zu unterstützen. Die Stadt wurde zur Hauptbasis der Heidenmission. Dort wirkten sie miteinander ein volles Jahr in der Gemeinde und unterrichteten eine große Zahl von Menschen. In Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Apostelgeschichte 11,26. Die Reste des antiken Hafens von Seleucia, heute Samandak, 20 Kilometer von Antiochien entfernt. Im Hintergrund sind die Berge der syrischen Küste zu sehen. Der römische Statthalter Titus ließ hier einen künstlichen Kanal bauen, um den Fluss Orontes vom Hafen wegzuleiten. So sollte eine Verschlammung des Hafenbeckens verhindert werden. 1400 Meter lang ist dieser in den Fels gehauene Wasserlauf. Eines der größten Bauprojekte, das Rom je in seinen Provinzen unternahm.
neben dem Titustunnel eine Felsengräberanlage. Seleucia war das Tor der kilikischen Küste zur Welt. Von diesem Hafen aus schiffen Paulus und Barnabas zu ihrer ersten Missionsreise ein. Ihr Ziel? Zypern. Sie landen in Salamis, der bedeutendsten Stadt der Insel damals. Dort gründen Paulus und Barnabas die erste christliche Gemeinde. Barnabas, ein trefflicher Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens, wie es in der Apostelgeschichte heißt, kehrte Jahrzehnte später in seine zyprische Heimat zurück. Der Überlieferung zufolge wird er zu Tode gemartert. In der Nähe von Salamis steht heute seine Grabeskapelle. Von Salamis aus reisen Paulus und Barnabas weiter nach Paphos. Eine Legende besagt, dass sie an dieser Säule gefesselt und gegeißelt worden sein sollen. Doch in der Bibel steht davon nichts. Im Gegenteil, in Paphos gelingt es den beiden Aposteln, den römischen Prokonsul von Zypern zu bekehren. Damit wurde die Insel, wenn auch nur für kurze Dauer, das erste christlich regierte Land. Zurück im apostolischen Vikariat von Anatolien. Bischof Padovese hat die übrigen orientalischen Kirchen zu einem Symposium eingeladen. Es geht im Paulusjahr darum, die christlichen Gemeinsamkeiten zu betonen. Die syrisch-orthodoxe Kirche, erwachsen aus der Gemeinde in Antiochia, ist neben der Urgemeinde in Jerusalem die älteste aller christlichen Gemeinschaften überhaupt. Ihre liturgische Sprache ist noch immer das Aramäische, die Sprache Jesu. Doch auch die syrisch-orthodoxe Kirche schrumpft. Gerade einmal 12.000 Gläubige leben heute noch in der Türkei. Wir leben in diesem Land und wollen hier als Christen zu Frieden und Versöhnung beitragen. Das Werk des Apostel Paulus hilft uns dabei. Er ist der Mörtel, der uns Christen zusammenhält. Besonders in der Türkei, wo wir Christen leben und wo die Gefahr besteht, die eigene Identität zu verlieren, ist Paulus jetzt ein Beispiel für alle Christen. Ephesus, Ziel des Apostel Paulus auf seiner zweiten und dritten Missionsreise. Zu dieser Zeit war diese Stadt nach Rom, Alexandria und Antiochien die viertgrößte des Römischen Reiches. Hier im großen Theater soll Paulus in einen Aufruhr verwickelt worden sein, so berichtet die Apostelgeschichte. Auslöser der Unruhen war ein Silberschmied namens Demetrius, der offensichtlich um seine Einkünfte als Devotionalienhersteller kleiner Artemis-Statuen fürchtete, denn die Stadt beherbergte den der Göttin Artemis geweihten Tempel, der zu den sieben Weltwundern zählte und große Besucherströme anzog. Demetrius beschuldigte Paulus, der großen Zulauf hatte, mit seiner monotheistischen Verkündigung die Geschäfte der Silberschmiede geschädigt zu haben. Der Konflikt hatte für den Apostel Folgen. Er wurde ins Gefängnis geworfen, wo einige seiner Briefe entstanden. Hoch über den Ruinen von Ephesus stehen heute noch die Mauern eines Paulus-Gefängnisses. Tatsächlich aber sind diese Mauerreste jüngeren Datums.
In einer Grotte in der Nähe von Ephesus wurde vor 10 Jahren dieses Wandbild entdeckt. Es ist eine der frühesten Darstellungen des Völkerapostels überhaupt. Istanbul, Weltmetropole am Bosporus, historisches Byzanz und Konstantinopel, Nahtstelle zwischen Europa und Asien. Heute Finanz- und Kulturmetropole der modernen Türkei. Im Pfarrgarten der katholischen Kirchengemeinde St. Paul, eine von 3 deutschsprachigen christlichen Gemeinden in Istanbul. Das deutsche Generalkonsulat schätzt die Zahl der Zugereisten aus Deutschland allein in Istanbul auf etwa 6.000. Davon gehören rund 200 zur Gemeinde von Pfarrer Peter Wehr, der vor 3 Jahren aus Berlin an den Bosporus gekommen ist. Unser Gemeindeleben ist durchaus vergleichbar mit dem in Deutschland. Was wir natürlich nicht tun, ist eine Öffentlichkeit herstellen. Denn all die Bestimmungen und Verordnungen heben ja auch in der Tat darauf ab, dass man sagt, okay, es sind Ausländer, die können hier in der Türkei ihrer Religion auch nachgehen und unsere Gemeinde, Mitglieder oder Menschen, die zu uns kommen, sind eben deutsche Staatsangehörige oder Westeuropäer. 73. Die 16. Seniorencafé mit Bingo im Pfarrgarten. Auch das ein Angebot der Gemeinde St. Paul. Neben Jugendtreff, Erstkommunion und Bildungsveranstaltungen. Unter den Gästen sogar eine 100-Jährige. Seit 1928 in der Türkei. Wenn sie mich holen, komm ich. Was anderes gibt's nichts. Sonst bin ich allein. Die 12-Millionen-Stadt fasziniert den deutschen Geistlichen, auch wenn der Istanbuler Alltag ziemlich anstrengend sein kann. Besonders berüchtigt ist der Verkehr in der Stadt. Ein Taxi zu finden ist nicht schwer, fortzukommen dagegen sehr. Der ehemalige Sommersitz des deutschen Botschafters am Bosporus, heute ein Haus des deutsch-türkischen Dialogs. Eine Delegation des Deutschen Bundestages ist in der Stadt. Für den deutschen Pfarrer gehören solche Termine zu seinen Repräsentationspflichten. Bei dieser Gelegenheit kann er sich der Rückendeckung aus der Heimat versichern, denn die schwierige rechtliche Situation, insbesondere der ausländischen Kirchengemeinden in der Türkei, ist auch in Berlin bekannt. Zu sagen, jeder hat individuell das Recht, seine Religion zu leben, aber dann, wenn er sich mit anderen, mit der gleichen Religion zusammentut, wird es schwierig, das geht nicht. Also ich sehe eine gewisse Entwicklung, ich sehe auch auf türkischer Seite auch schon eine gewisse Akzeptanz auch des Problems, aber die Entwicklungen sind für mich noch viel zu schleppend, da muss noch einiges kommen. Für ein Land, das Mitglied der Europäischen Union werden will, ist es noch natürlich viel zu wenig. Auf dem bundeseigenen Bosporus-Grundstück befindet sich auch ein deutscher Soldatenfriedhof. Hier liegen deutsche Gefallene des Ersten Weltkrieges. Kaufleute, Handwerker, Abenteurer. Deutsche hat es am Bosporus immer gegeben. Auch nach der Eroberung von Konstantinopel im Jahr 1453 fanden immer wieder deutschsprachige katholische Seelsorger ihren Weg nach Istanbul. Meist waren es Ordensleute. Lange Zeit galt das Leben der ausländischen Christen in der muslimischen Mehrheitsgesellschaft als unproblematisch. Schließlich hat es in der Türkei immer Christen gegeben. Doch einzelne gewalttätige Angriffe haben das Klima belastet. Die Übergriffe auf Christen in der Türkei haben in der Tat auch ihre Spuren hinterlassen, hier bei unserer Gemeinde, aber auch bei mir selbst. Wir haben in Absprache mit dem Generalkonsulat auch unsere Sicherheitsstandards erhöht. Das bedeutet, es gibt sonntags beispielsweise keinen freien Gottesdienstzugang, sondern eigentlich finden den Weg zum Gottesdienst nur Personen, die ihn auch genau kennen. Die Tür zur Kapelle, zur Straße hin bleibt verschlossen.
die kommen. Herr Krischmann, ich freue mich, Sie sind mal hier. Hallo, nett, dass Sie bei uns zu haben. Das war schön. Sehr schön. Vielen Dank. Gehen Sie rein. Der Pfarrer zu Besuch bei zwei langjährigen Gemeindemitgliedern. Das Ehepaar Kretschmann lebt schon seit über 20 Jahren in Istanbul. Beide sind bei den deutschen Schulen vor Ort engagiert. Auch hier, bei Kaffee und Kuchen, sind die Sorgen vieler Christen in der Türkei ein Thema. Man ist sich schnell einig, es gibt staatliche Schikanen und einzelne Fanatiker, doch es gibt keine allgemeine Christenfeindlichkeit in der Türkei. Als deutscher Christ lässt es sich am Bosporus gut leben. Am Anfang, als unsere Kinder auch 6 und 10 Jahre waren, als wir in die Türkei kamen, da habe ich immer gedacht, in dem islamischen Umfeld muss ich vorsichtig sein, ich soll mein Christ sein, nicht so nach außen zeigen, wer weiß, was denkt der Nachbar, wenn ich dort Weihnachten Sternchen ans Fenster hänge oder irgendwelche anderen Symbole, einen Türkranz zur Adventzeit. Aber im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass man sehr tolerant eigentlich mit uns umgeht. Und ich bin auch in vielen Kirchenchören tätig. Wir singen also in vielen christlichen Gemeinden in Istanbul, auch gar nicht nur in unserer Gemeinde. Und da muss ich sagen, es ist wirklich kein Problem. Also ich finde es ganz wichtig, dass ich in meiner Sprache beten kann. Und darum ist eine deutschsprachige Gemeinde für mich ganz wichtig. Ich könnte auch, weil ich Französisch kann oder Englisch, in andere Gemeinden gehen. Habe das auch schon getan in anderen Kirchen. Es ist nicht dasselbe für mich. Letzte Absprachen für die musikalische Ausgestaltung des diesjährigen Pfingstgottesdienstes, dem Geburtstag der Kirche in dem Land, wo ihre Wiege stand. Die Messe soll in diesem Jahr besonders feierlich gestaltet werden. Schließlich findet sie im Paulussaal der Gemeinde statt. Der Apostel als Patron und Namensgeber einer kleinen Schar von deutschen Katholiken in der Türkei. Dich loben die seligen Scharen. Gloria, wir rufen zu dir. Die Hilfe des Volkes Gottes. Gloria, wir rufen zu dir. Um den Frieden für die Völker, dass die Bemühungen der Nationen durch das Wirken des Gottesgeistes zur Einheit und Gleichberechtigung aller Menschen führen. Lasse zum Herrn uns beten, Herr, erbarme dich. Lehrer, Diplomaten, Geschäftsleute, in die Türkei Verheiratete. Die Zusammensetzung der St. Paul-Gemeinde ist bunt gemischt. Ein historischer Umstand jedoch prägt alle gemeinsam: dass sich die ersten entscheidenden Schritte der Urkirche in ihrem Gastland auf dem Gebiet der heutigen Türkei ereignet haben. Das ist natürlich für unsere Gemeinde, und zu unserer Gemeinde gehören ja vorwiegend Menschen, die sich vorübergehend hier in der Türkei aufhalten für einige Jahre, schon auch etwas Besonderes zu sagen, okay, wir sind hier an den Orten des Ursprungs. Schon bald will die St. Paul-Gemeinde auf eine Pilgerreise nach Tarsus, der Geburtsstadt des heiligen Paulus, aufbrechen. Der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner hat sich bei der türkischen Religionsbehörde DİTİB und der Regierung dafür eingesetzt, in Erinnerung an Paulus in Tarsus eine Kirche bauen zu können oder das dortige, vom Staat konfiszierte Museum wieder seiner früheren Nutzung als Kirche zuzuführen. Tarsus könnte das Signal sein, wenn Sie uns diese Gelegenheit geben, dann kann man hoffen, dass es in der Türkei auch eine Zukunft gibt. Wenn Sie verschlossen bleiben, dann wir werden so sein, wie wir sind, aber keine große Perspektive. Dabei soll gerade das Paulusjahr für die Christen der Türkei ein Jahr der Hoffnung werden. Es soll der Belebung des Glaubens und der Rolle der Gläubigen in der Kirche von heute im Lichte seiner Lehren und schließlich dem Gebet und dem Arbeiten für die Einheit der Christen dienen. Die Strapazen und das Leid, das der Apostel auf seinen Missionsreisen bis zu seinem Tod in einem römischen Gefängnis für seinen Glauben auf sich genommen hat,
aber auch das Verständnis, mit dem er nicht- und Andersgläubigen begegnet ist, beides wollen sie sich hier in der Heimat des Paulus auch in Zukunft zum Vorbild nehmen.